So, schauen wir mal, was geht. Ich habe ganze Weile nicht mehr gespielt. Das Spiel. Mal gespannt, ob ich es überhaupt noch kann. Oh, guck mal, wie dunkel es da schon ist. Krass. Die Zeit einstellt, wo original ist. Krass, krass. Also nichts mit Rennreifen, normale Straßenreifen. Zeit nur Rennreifen gefahren, jetzt auf einmal Straßenräder. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Zum Bremsen dann beschleunigen und das sehe ich mit dem Fuß extrem. Ich habe schon extra früh gebremst, das war immer noch zu spät. Wahnsinn. Nochmal 20, 30 Meter früher gebremst. Uns reicht immer noch nicht. Uns reicht zwar, aber nur extrem krass schwer. Guck mal, wie früh ich bremsen muss. Wahnsinn. Mit den Rädern. Extrem, echt. Ich würde kurz ins Replay reingehen. Die letzte Runde war, glaube ich, ganz gut. Im Vergleich zu den vorigen, die war ja Katastrophe.
Das passt, machen wir nachher mehr noch Medien fertig. Der ist gestern abgestürzt, nach 2 Stunden oder so. Ätzend. Habe ich jetzt gespeichert, wenigstens was. Hat was, ne? Hat echt was. Ja, super, das bringt mir das nichts. Jetzt hätte ich in Runde 1 so fahren sollen. That's a new fastest lap of the race. Brilliant. Zumacht hinten, wenn der die Kurve fährt. Da hinten die Spur so extrem eingestellt ist. Boah, nicht so wie auf der Straße. Man wird ja nie hinten zu dicht zumachen. Unglaublich. Du zieh halt rüber, gell? Ich hab da nicht, ey. Da neben dem Pferd oder nicht. Hier war es die letzte Runde, der hat gar nicht angesagt, wer es da. Boah, guck mal, wie cool das aussieht, gell. Geil.
Ultra geil, ultra geil. Das kommt, gell? Bremsbeläge, die Scheiben, besser gesagt, klar. Hi Ivi, grüß dich. Na, wie geht's? Wie geht's dir heute? Alles gut? Aktuelles Datum, wo haben wir? Nein, 9. Dann passt die Zeit auch. Ja, super. Super duper. Geht's dir gut, ja? Wieder ein Lärm, du. Das ist echt schlimm wieder bei uns im Haus. Wir haben so überschlafen bei uns, da ist immer Party, du. Wir müssen immer alle zu denen kommen, denke ich, bei uns da immer. Und jeden Abend. Scheiße. Schön Käse gemacht hier. So, jetzt fahren wir mal immer runter. Richtung Hatzenbach nennt sich das Ganze.
Junge Vater, ey. Jetzt ist hier bei, ja, das nennt sich Quiddelbacher Höhe, dieses Ding hier. Oben ist dann der oben Flugplatz, an der hohen Stelle hier oben, hier. Ups. Upsi. Ich gehe zum Upsi. Oh, ich fahre gerade einen Scheiß zusammen. Ich muss mich so umgewöhnen wieder von Schwedenkreuz, das hier. Warum das so heißt. Keine Ahnung. Seit 100 Jahren so genannt worden. Seit knapp 100 Jahren. Die Strecke ist 1925 gebaut worden. Also ist es bald 100 Jahre alt. Der Hauptsache beizogen. Wieso klebt der vorne viel besser als ich, verstehe ich nicht. Das Blöde ist, du kannst hier nur Straßenreifen drauf machen. Echt doof. Du musst entweder bessere Reifen haben als ich, was aber nicht geht, also bei mir zumindest noch. Und gut, er ist auch schneller. Fliegt besser. Meiner fährt langsam und fliegt aus der Kurve. Das ist echt krass. Hast mal wieder was gespielt.
du mal irgendwann das letzte Mal gesagt hast, du willst was spielen. Mal wieder. Hallo, Ivi, überhaupt da? Hörst du mich oder hört man mich überhaupt? Das Mikrofon an, gell? Ja, oder? Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Deutsche Cars, das merkt man nicht. Kommt mal wieder rüber, was habt ihr denn anderen Geier? Ich lock mich die ganze Zeit.
Schwung nimmt er wieder weg. Mir geht's gut. Wo warst du denn? Hab dich auch schon fünfmal gefragt. Warst du gerade weg, oder? Geht so. Viel müde gerade. Kraftlos, lustlos, so weißt du. Ich hatte immer Bock zum Zocken. Schlaf lang, aber bin trotzdem müde. Weißt du? Trotzdem den ganzen Tag schlapp. Voll ätzend. Hey, das ist die Kiste wieder direkt. Furchtbar.
You're in a good spot for taking him. Don't take too much risk. Try and squeeze past when you can. Übelst untersteuern hier die Kiste. Übel, echt übel. Was für ein Kackfass. Das glaubt man echt nicht. Und wir haben schon oft gehört, dass die nicht so toll sind auf der Rückstrecke. Überhaupt Lamborghinis. Interessieren, wie viel ich eigentlich losfahren bin, das weiß ich gar nicht mehr. Nice job, that's the fastest first sector. 3 minutes remaining. Diese scheiß Rechtskurve, das gibt's doch auch, oder? Ey, unglaublich. Dreimal ist vorbeigefahren und dreimal nicht gekriegt. Das ist unglaublich. Was für ein Dreck. Was für ein Haufen Scheiße, das Ding. Macht mal da Daubi noch was, ey. Echt ein Kackfass. Jetzt hole ich hier wieder ein paar auf, genau wie vorhin. Und dann diese scheiß Rechtskurve mache ich die Plätze wieder kaputt. Ja, dann wird scheiße untersteuert. Dann muss ich förmlich mit 180 da ums Eck schieben. 1 minute to go. You're fastest in sector one. That's P6. Sweet move. P6, yeah, for P7, man. Wenn 4 überholt oder 3, in der einen Kurve wieder 4 Plätze verloren.
scheiß Schüssel, kein Bock auf langgezogene Kurven. Hier merkt man es auch. Guck mal, der will schon wieder unten raus. Wahrscheinlich ist ein erster Gang runter. Heftig. Brutal. Folge uns auf Tripper. Okay, Runde 3. Watkins Glen. Ach nee, jetzt bleibt der wieder. Und die kleine Besi wieder wach. Siehst du, sie wieder aktiv. Der blöde Köder da oben, der ist so nervig. Hey, nein, du bleibst da, Schatz. Du bist nicht so blöd. Hey, nein, bleib da, lass den. Das ist der Teddy. Hey, das ist der Teddy, Schatz. Was gehört? Bleib da. Hey, Maus. Hörst du schlecht? Oh, nerv, echt. Das kann nicht wahr sein, du. Kann ich denn bei der Hitze dein Fenster zumachen, damit deine Ruhe hast? Shit. BC. Das habt ihr gesehen. Oh, warum ich keine Online-Rennen machen kann. Wenn ich ab und zu einen Hund einsammeln darf. Wenn da oben ein Hund kläfft, und dann kommt sie aus dem Bett rüber, muss natürlich auch wieder kläffen. Und der Bedell da sagt auch keiner was zum Hund, dass er das Maul halten soll. Also, ne, lass ihn schön kläffen. Durchfahrtsstrafe. So ist es richtig, oder? Nein, ich weiß nicht. Du bist jetzt hier, ich sag's dir.
Wir hören das Geschrei da. Keine Rücksicht auf andere. Tippt die nicht. Quetschen sie doch zu 10 drüber. Reihen rum bis morgens um 3. Hey! Hey! Bist du da? Fastest first sector you've done yet. Great job.
take him. Don't take too many risks, but try squeezing past when you can. Fastest first sector you've done so far. Great job. You're leading by 1 second. Good job. It's good to stay, huh? Quizzelsfeuer, du. Diese Schwan. Gestern war ein System-Update für die PS5. Und eben vorhin, wo ich angemacht habe, war ein Update für den Controller. Sehr merkwürdig. One minute remaining. Just gets the window being okay. Fastest
jetzt hier gerade rechts wegging, dann wären es noch zwei Runden. Das sollte noch gehen. Zur vorigen Runde kann man ja noch schneller sein, die war ja katastrophal. Was für ein Kack. So. Nürburgring, Grand Prix-Strecke bei Regen. Boah, super. Ganz super, Leute. Das kann ja eiter werden. Es wird eine Schlitterei geben. Schauen wir mal. Letzte Runde. Ja, super, ne? Und hier steht alles unter uns, gell? Hier in der Ampel, wo man zum Aldi ein Sonderangebot gibt. Und wenn es PS5 irgendwo gibt. Ah ja, apropos PS5, ich war vor ein paar Tagen in der Kneipe und da war einer da, der schafft im Saturn. Ich für die Playstation zuständig und der hat mir gesagt, dieses Jahr gibt es keine PS5 mehr. Zumindest nicht bei Saturn. Das war krass, oder? Und der hat echt gesagt, auch zu mir gesagt, ich habe mega Glück gehabt, dass ich meine gekriegt habe beim Mediamarkt. Das heißt, wenn die wir hier reinkriegen, kriegen sie meistens ein Dutzend oder so rein. 10, 12 Stück, mehr kriegen die nicht rein. Da haben sie reingekriegt, jetzt kriegen sie auch keine mehr. Und die haben sie sich meistens dann unter den Angestellten aufgeteilt. Das ist krass. Die gehen nicht mal an die Kunden raus oder so. Die, wo sie eigentlich bestellt und vorbestellt haben. Sondern die haben sich meistens die Angestellten in den Nagel gerissen. Und die setzen sie dann in eBay für, was weiß ich, ein Taui und mehr. Die werden natürlich jetzt noch teurer werden, wenn es erstmal richtig klar wird, dass das schnell nichts mehr kommt. Das war dieses Jahr auch, vor Weihnachten haben die Leute fast alles gezahlt von der Konsole. Echt krass. Okay.
Pfützen hier stehen, ey. Brutal. Ich hasse das, wenn so spiegeln, Leute, wisst ihr das? Wenn es regnet und so mega grell ist, das hasse ich echt. Genauso hasse ich nachts. Stockdunkel dunkel ist und es regnet. Dieser starke Regen. Ich hatte ja eh damals bei meinen BMWs, also ein E34 und ein E30, und die haben beide beschissene Lichter. Die Scheinwerfer waren echt beschissen. Bin ich in Ford Sierra und der hatte dagegen mega Licht. Ich habe echt Zeit, deswegen bin ich mit dem 325er gar nicht mehr gefahren nachts. Die Lampen so scheiße waren. Ich habe mir neue gekauft, die waren ja so scheiße. Ein bisschen besser, aber trotzdem kacke. Drüben rechts sieht man ja, wie ich Gas gebe. Der grüne Strich da. Jetzt geben wir Gas. Good stuff, you're fast in sector 1. Jetzt bremse ich rein, bis das ABS kommt fast. Ja, zwischen einem Drittel und einem Viertel. Die Grafik finde ich hier wirklich super in dem Game. Ohne Scheiß. Und auch die Streckenauswahl ist natürlich super. Und auch die Menge der Strecken im Fahrzeug ist für mich wirklich beeindruckend. Boah, verpennt hier. Ohne Witz und Gammel, eine Buchquatsch. Das ist gleich sowas hier. Der Abschmierer. Abschmieronage, guck mal da oben im Motor, wie schön es aussieht. Absolut geil. Gucken. Geil, oder? Geiles Video. Cool, chefmäßig. Mit der ganzen Piss auf der Strecke. Krass.
Good job, you're fastest in sector one. Zeit jetzt nur, wenn man zugehört hat. Der Wheeler hinten wieder. Hier die Sonne richtig raus. Regen ist weg. Gut, geht doch alle rein, dann reichen wir jetzt mal. Good job. Das war die schnellste Runde, klar. Die Strecke von mir ab. Hey, guck mal, das Licht spielt. Oh, ist das schön. Hä, sieht das cool aus oder was? So schön knapp. Absolut mein Ding. Great start! Best first sector time so far. 1 minute remaining. Ja, letzte Runde. Eine Runde remaining. 1 minute remaining. Eine Runde. Und das gleiche. Jetzt werden meine Reifen vorne damit so kaputt langsam, weil ich da nicht los bin. Oh, die gelb werden. Gucken, dass ich die Reifen schone, weil das verliert das Rennen. Kein Witz. Jetzt fährst du mit alten Rädern rum. Oder mit Bedingungen, wo dein Reifen spottet. Boah, und da sind die Pfützen in mir hier, das ist echt gefährlich. Yes! Geil! Geil, geil, geil! Da ist Fernlicht drin.
ist da hinten ein Standlicht. Geil. Boah, ja, Mann. That was very nice, hey. Awesome. Das vierte von sieben Rennen war das. Zwei gewonnen, glaube ich. Nächstes Silverstone. Ja, Silverstone und dann Monza. Ja. Aktuelles Datum. So, jetzt fahren wir ein paar Runden und dann geht's ab zum Man of Medan. Man of Medan oder Maiden. Man of Maiden. Keine Ahnung, wie es heißt. Weiß der Jaier, wa? Muss ich auch die PS4 umschalten dann, ja. Keep it real on the outlap. You won't have much traction until you get the tires warmed up. So, jetzt sind die schon anders da aus, ey. Das ist gut, wenn die Tastatur an der ganzen Kladderadatsch drin hat. Geile Kiste, oder? Leute, was geht, ey. Oh, das bringt Licht aus, ey, gleich.
Der Wagen sieht dem AMG Project One ziemlich ähnlich, finde ich. Vor allem die hintere, die Heckpartie. Es soll ja die Konkurrent von Nordschleifen-Rekord knacken quasi. Also eine Konkurrenz für Porsche sein. Ja. Obwohl die ja eigentlich so gesehen keine Konkurrenten sind, ne? Nehmen wir das Licht, verdammt. Was ist das Licht? Verdammte Keck. Dachte ehrlich Licht. Mensch. Und wieder eine Lampe. Scheinbar auf rechter Stick. Unten. Hä? Rechts das Dick. Ah, jetzt sind wir. Okay. Rechts das Dick unten. So. Ah, jetzt sind wir. Das war mal wissen, ey. Tja, das müssen wir wissen. Wie bist du mit dem Dreck gekommen? Und gleich reicht die Straße nicht mehr. Ey. Nur ein bisschen neben die Spur. Oh, der Rutschspur, total. Brutales Teil, ohne Scheiß. Und das sieht wirklich, also so von jetzt so von hier, der Heckbereich, das sieht aus wie von dem AMG Project One. Bin gespannt, wann der rauskommt. Die Leute, wo den kriegen, sind ja glaube ich 200 oder so. Oder 270, ja. Und jeder zahlt 2,5 Millionen. Wahnsinn. Und die Leute bei der Stange zu halten, immer so lange Wartezeit. Schon krass. Das Ding hat 1000 PS und bis das rauskommt, ist es wahrscheinlich schon veraltet. Weil der neue Ferrari, der SF90 oder was, der hat auch 1000 PS.
und ungefähr die gleiche Beschleunigungswerte von 2,5 Sekunden auf 100. Das, was auch der AMG Project One da angegeben hat. Da muss man ein bisschen Schippe drauflegen. Den gibt es für 400.000. So kannst du dann 5 von denen kaufen. Der stärkste Serien-Ferrari aller Zeiten. Das war auch wieder Hybrid. Ich mag eigentlich keinen so Hybrid. Mit dem ist das gleiche. Leider kann man im Spiel nicht die Antriebsstränge ab- und anschalten. Wie in echt. Das wäre cool. Können wir hier vorne die Motoren abmachen, die vorderen. Und dann wird es auch passen. Mit knapp 800 PS. Oder 700 noch was, was der da hat. Würde es auch langen. Ah, die Seitenführung, die ist einfach nicht gut für den Reifen. Ich wieder gelöscht. Wieder was nicht gepasst. Da trifft er doch ganz schön richtig am Arsch. Wenn er Grip kriegt, dann, dann macht er das, was er soll, was er soll. Schau mal, das ist nicht zu fahren. Wahnsinn. Also ist das halt, wenn du Allradantrieb hast. Seine Vor- und seine Nachteile natürlich. Auch der Ferrari, der neue, der hat ein ganz komisches Antriebskonzept. Irgendwie, wenn man hoch Höchstgeschwindigkeit fährt oder sowas, der Autobahn, dann irgendwann schaltet dann die vordere Antrieb wieder ab und so. Also ganz merkwürdig. Jetzt, wo die Reifen so warm sind, finde ich es nicht mehr so gut zu fahren. Das ist echt komisch. Ich mochte das bisschen rumdriften, das da gehen, das Untersteuern. Das untersteuert er gar nicht mehr. Also das ist sehr direkt auf der Lenkung. Meiner Meinung nach schon zu direkt. Macht es eigentlich keinen Spaß. Deswegen ein Sauger muss her. Sechszylinder Sauger. So, ein paar Runden, 2, 3, 4 Runden und dann packen wir um. Schade, dass sich nicht mehr so viele Leute interessieren für das Spiel. Ich finde das wesentlich besser als der dritte Teil. Naja, aber was soll's. Ich spiele nicht für die Zuschauer. Ich hatte jetzt eine ganz andere Geschichte hier, gell? Was da der Antrieb angeht, aber hier natürlich die Bremse ist natürlich viel besser Gas geben. Beschleunigung ist nicht so gut. Wie eben mit dem 918 Spider. Aber wesentlich schneller. Aber ist ja klar, da ist doppelte Leistung. Er hat auch ziemlich viel Flügelwerk, was auch noch die Beschleunigung ein bisschen dämpft. Die Höchstgeschwindigkeit auch. Aber die Bremse ist super. Guck mal, wie ich da nicht bremsen muss. Das reicht locker. Wahnsinn. Erstmal die Curbs anfällen. Diese Curbs, das sei die Markierung anfangen. Da bremse ich erst. Und das reicht locker. Mit dem 918er Grad war da gar nichts dran zu denken. Da musste ich hier schon bremsen. Und dann bremse ich hier. Mal sieht man, was das ausmacht. Einfach nur ein Reifen. Den Stuhl an.
interessieren, wie der dieses Jahr abgeschlossen hat. 24 Stunden Rennen in Nürburgring. Jetzt vergangenes Wochenende. Gerade dieser Mantai-Porsche hier. Der ist ja eigentlich immer jedes Jahr sehr gut dabei. Auch schon öfters gewonnen. Gute Hanekiste, das mag ich schon angucken von außen. Guckt euch mal den Hocker an, der hat die gelben Le Mans Lichter drin noch. In Frankreich waren ja früher die Lichter immer gelb. Erst seit EU haben die jetzt auch normal Klarglasscheiben dran an den Lichter. Der Autobahn-Gegenverkehr, ich immer genau gewusst, wenn da gelbe Lichter drin waren, Scheinwerfer, wusste ich immer, das sind Franzosen. Früher. Brutal, das Ding. Natürlich jetzt im Anzug ist er nicht so gut wie der 918 Spider. Aber hier beim Bremsen. Ah, brutal. Hätte sogar noch ein bisschen später bremsen können. Ist noch der schwächere von beiden, gell? Da gibt es ja noch einen RSR. Den Mittelmotor. Da mussten sie den Motor in die Mitte setzen, damit hinten der Diffuser reinpasst. Ein riesiger Diffuser. Ja, der hier gar nicht. Der hat einen kleinen. Schon krass. Alles gleich, alle der gleiche Motor im Prinzip wie der GT3 und der GT3 RS. Alle dasselbe Motor. Das ist das Coole. Gleiche Motor wie der Straßenversion. Ja, unglaublich geiles Auto. Da bin ich jetzt 2,30, da war ich mit dem Spider schon fast bei 2,80 hier ungefähr. Da musste ich auch. Hier, jetzt muss ich schon bremsen mit dem Spider. Bei dem hier reicht es hier. Wahnsinn. Ah, da unten bei der Parabolica, die Spitzkehre, die macht extrem Spaß. Das Bremsen. Ich bin die Strecke ja mal gefahren mit einer Formel Renault. Ein Formelfahrzeug. Ja, richtig geil. Da kannst du unten einen Anker reinschmeißen. Wenn du keine Gurte hättest, würde ich rausfliegen wahrscheinlich. Dem Ding hier, da kann man sich echt das Auto ein gutes Setup einstellen, dass man dann, wenn es Rennen reingeht, wenn du online oder so spielst, im Multiplayer, dass man dann ein geiles Setup hat, wenn man nur noch einschalten braucht. Da hast du in der Regel keine Zeit, irgendwas abzustimmen, da muss das Setup passen. Und dann macht man dann vorgefertigtes Setup rein und dann passt es. Thank you.
Ein Grundkonkurrent. Oder Einspielerei. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich war jetzt gerade noch so eingestellt von den vorigen Runden, ohne dass die Traktionskontrolle weiter aufmacht. Wie schnell geht's? Wie man das einbrät. Aber die Reifen sind auch fertig außen. Jetzt wundert mich nichts mehr. Guck mal, die linken Reifen. Der hintere Reifen. Das sieht man, wie der Sturz eingestellt ist und dass er extrem schräg ist. Vorne wie hinten. Also die Lauffläche neigt zur Fahrzeuginnenseite. Deutlich am Abfahren. Die Temperatur. Da wieder heiß, guck mal. Wahnsinn. Boah, es ist denn keine Chance. Ich kann den nicht auf abhalten mehr. Er dreht mich weg. Genauso. Ich bin voll am Einlenken, voll nach links, aber da reagiert gar nichts mehr. Ey, brutal, ich hab komplett eingelenkt nach links und das Auto dreht sich trotzdem. Wahnsinn, nur mit Traktionskontrolle ein bisschen rausnimmt. Sieht man, wenn die Spur und der Sturz so extrem eingestellt ist, wie brutale Reifen sich aufheizt, aufheizt quasi. Ja. Wahnsinn. Das läuft quasi gegen die Fahrtrichtung, oder gegen die Fahrt, ja, gegen die Laufrichtung. Der Lager noch super, da war die Temperatur noch okay vom Reifen, aber innerhalb kürzester Zeit hat es den so überhitzt. Wenn man in eine Sachskurve reinkommt. Und war jetzt schon auf hellrot. Hier, das fliegt da ab. Das sieht man schon deutlich. Die Räder sind eingelenkt zwar noch zum Gegenlenken, aber es bringt nichts mehr.
du, die stehen schon richtig. Aber ist nichts zu machen. Der Schlag von hinten. Hier genauso. Wie Schmierseife werden die dann. Das ist echt heftig. Aber krass, das sieht man zwar. Nur die Traktionskontrolle, was das ausmacht. War der andere. Gibt es denn hier gar nicht, oder? Den RSR. Nur zwei GT3R. Schade. Nur den alten hier. Die gab es auch mit Straßenzulassung. Also, ja. Diese Version zumindest. Die gab es mit Spiegeleilichter und mit normalen Lichtern. Brutales Teil. Go steady until you got the tires and brakes working. Oh, it's clapping. What's this? Der krasseste 911er aller Zeiten ist die hier. Boah. Shit, fast eingeschlagen. Wenn in den drei Zügen. Und in der Fahrschule. We'll be right back.
Hier liegst du. Bist du nicht? Wieder der Hubbel, gell? Wieder der goddamn Hubbel. Naja, so ist das, Freunde der Nacht. Guti, guti. Dann machen wir mal Feierabend. Obwohl, mach mal. Ein paar Minuten haben wir noch. Noch um die zwei voll. Passt es.
stellt sich immer an.
Ups. Kreis das, die Handbremse tut sich aber überhaupt null und nichts da. Hat, weil ich die PS4 angemacht habe, hat er jetzt hier sich beschwert. Wow, Junge.
Hallo, hallo. Na? Alles klar? Wie geht's? Sieht es gerade aus. Mir war vorher so warm, weißt du? Dann saß ich hier mit nacktem Oberkörper rum und dann lasse ich die Kram aus. Weißt du? Ah, okay. Und alles gut, ja. Zu schwül hier, weißt du? Na, dann ist gut. Ist die Hauptsache, weißt du? Oh mein. Ich bin gerade zu unfit in letzter Zeit, die letzten paar Tage, ich weiß auch nicht. Weißt du? Das ist nett. Ich wollte gerade eh schön wechseln, weil ich habe jetzt das die 2 Stunden hier durch. Ich meine PS4 auf meine PS4 rüber wechseln. Weißt du? Mit meinem anderen Spiel weitermachen von gestern, da bin ich gestern irgendwann nur nach 2 Stunden abgestürzt. Da war ich aber auch schon müde, da habe ich gedacht, ach, dann lasse ich es aus, weißt du. Und da wollte ich jetzt weitermachen. Deswegen, ich gehe schon raus, bin in 2, 3, 4 Minuten wieder da. Okay, meine Liebe. Bis gleich.